Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Geist der Liebe, bringe der Welt deinen erfrischenden, heiligenden Hauch. Umhülle alle Menschen mit dem Strahl deiner Gnade. Führe sie alle zu deiner Herrlichkeit. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Schriftlesung 1. Korinther 9, Vers 16 bis 18. Wenn ich nämlich das Evangelium verkünde, kann ich mich deswegen nicht rühmen, denn ein Zwang liegt auf mir. Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Wäre es mein freier Entschluss, so erhielte ich Lohn. Wenn es mir aber nicht frei steht, so ist es ein Auftrag, der mir anvertraut wurde. Was ist nun mein Lohn? Dass ich das Evangelium unentgeltlich verkünde und so auf mein Recht verzichte. Gedanken der heiligen Claire Castelbajac. Ich möchte jeden, dem ich begegne, glücklich und froh machen. Die kleine Theresia wartete auf den Himmel, um andere glücklich zu machen. Ich möchte auf der Erde andere glücklich machen. Betrachtung. So spricht der Herr, ich vollbringe in euren Tagen eine Tat. Würde man euch davon erzählen, ihr glaubtet es nicht. Die Zeit ist erfüllt, das Werk Gottes ist sehr weit vorangeschritten. Der Herr tut große Dinge an der Welt seit den Zeiten des Messias. Die Taten Gottes sind heute noch herausragender. Die ganze Kirche wird durch ein neues Pfingsten erneuert. Wir erleben außergewöhnliche Zeichen am Himmel und auf der Erde, so wie es dem Propheten Joel vorausgesagt wird. Der Himmel berührt die Erde und die Herrlichkeit Gottes vereinigt sich mehr und mehr mit der Menschheit. Tatsächlich werden wir seit dem vorigen Jahrhundert mit der andauernden Gegenwart unserer himmlischen Mutter reich beschenkt. Gott ist da, er wartet nur so darauf, mit unseren Händen zu segnen, mit unseren Füßen die gute Nachricht des Heils überall hinzutragen, mit unserem Mund Zeugnis zu geben. Lasst uns die Segnungen Gottes, die zur Zeit geschehen, nicht verpassen. Der Heilige Geist wirkt mächtig, denn Gott liebt die verletzte und leidende Menschheit. Er sehnt sich nach dir und erwartet nur dein Ja. Gott braucht dich. Er hat dich frei erschaffen, damit du aus freiem Willen am Werk seiner Herrlichkeit mitwirkst. Gedanken vom Papst Johannes Paul II. Die Kirche ist ihrer Natur nach eine missionarische Gemeinschaft, die beständig in dem missionarischen Aufschwung lebt, den sie vom Heiligen Geist an Pfingsten erhalten hat. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. Lesen wir in der Apostelgeschichte 1, Vers 7.
Tatsächlich ist der Heilige Geist die Quelle jeder kirchlichen Mission. Deshalb führt uns auch die christliche Berufung hin zum Apostolat, zur Evangelisation, zur Mission. Jeder Getaufte ist von Christus berufen, sein Apostel zu werden, da, wo er in der Welt lebt. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Johannes 20, Vers 21. Christus vertraut euch durch seine Kirche die grundlegende Mission an, das Geschenk der Rettung anderen mitzuteilen, und er lädt euch ein, am Aufbau seines Reiches mitzuwirken. Er hat euch erwählt, trotz der Grenzen, die jeder von euch hat, weil er euch liebt und an euch glaubt. Diese bedingungslose Liebe Jesu muss sozusagen die Seele eures Apostolates sein, gemäß dem Wort des heiligen Paulus. Die Liebe drängt, die Liebe Christi drängt uns. 2. Korinther 5, Vers 14. Ein Jünger Jesu zu sein, ist keine Privatsache. Im Gegenteil, die Gabe des Glaubens muss mit den anderen geteilt werden. Darum schreibt der Apostel: Wenn ich nämlich das Evangelium verkünde, kann ich mich deswegen nicht rühmen, denn ein Zwang liegt auf mir. Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. 1. Korinther 9, Vers 16. Vergesst auch nicht, dass der Glaube gestärkt wird und wächst, wenn man ihn an andere weitergibt. Das ist die Botschaft zum 7. Weltjugendtag 1992. Vertiefung. Entscheide dich, einer Person, die du täglich siehst und die bisher nicht weiß, dass du Christ bist, über deinen Glauben zu berichten. Lade doch eine Person ein, mit dir zu beten oder in eine Gebetsgruppe zu kommen. Wir beten ein Gesetz des Rosenkranzes in den Anliegen der Gottesmutter, Jesus, dessen allmächtiges Herz zerbricht des Feindes Macht und List, erbarme dich unser und rette uns. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen allmächtiges Herz zerbricht des Feindes Macht und List. Erbarme dich unser und rette uns. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen allmächtiges Herz zerbricht des Feindes Macht und List. Erbarme dich unser und rette uns. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen allmächtiges Herz zerbricht des Feindes Macht und List. Erbarme dich unser und rette uns. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen allmächtiges Herz zerbricht des Feindes Macht und List. Erbarme dich unser und rette uns. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder,
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen allmächtiges Herz zerbricht des Feindes Macht und List. Erbarme dich unser und rette uns. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen allmächtiges Herz zerbricht des Feindes Macht und List. Erbarme dich unser und rette uns. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen allmächtiges Herz zerbricht des Feindes Macht und List. Erbarme dich unser und rette uns. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen allmächtiges Herz zerbricht des Feindes Macht und List. Erbarme dich unser und rette uns. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen allmächtiges Herz zerbricht des Feindes Macht und List. Erbarme dich unser und rette uns. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen allmächtiges Herz zerbricht des Feindes Macht und List. Erbarme dich unser und rette uns. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Weihegebet. Maria, du hast treu die Gebote Gottes gehalten, und du hast die Apostel in ihrem Dienst mit deiner schweigenden Gegenwart begleitet. Ich weihe dir die Momente, in denen ich geschwiegen habe, anstatt die frohe Botschaft zu verkünden. Ich weihe dir meine Schwierigkeiten, Zeugnis zu geben. Möge mein Schweigen keine Flucht sein, sondern wie das Deine zur Evangelisation beitragen. Maria, du hast das Evangelium gelebt, indem du es in deinem Herzen betrachtet hast. Auf diese Weise bist du für uns zum Vorbild geworden. Hilf mir, dass auch ich ein Vorbild werde, ein echter Zeuge der Allmacht Gottes. Maria, mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.